Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem High Security Park. Wir haben beim letzten Mal diesen Komplex hier fertig gebaut, hier oben so ein bisschen weiter gebaut und in der heutigen Folge wollen wir uns diesem Bereich hier widmen und dann fangen wir hier mit dem Fleischfresser-Hybriden-Bereich sozusagen an. Also hier in diesem Bereich müssen wir natürlich noch einige Dinosaurier unterbringen und das wird verdammt schwierig werden. Also wir brauchen noch den Indoraptor, den Indominus Rex, den Spinoraptor, den Spinosaurus und den Tyrannosaurus. Das sind alles die Dinosaurier, die wir hier noch unterbringen müssen. Das wird richtig, richtig schwierig. Aber ich will mich jetzt erstmal hier so ein bisschen diesem Bereich widmen. Aber jetzt erstmal werde ich hier mir überlegen, wie ich das Ganze mit dem Weg und Eingang in diesen kleinen Komplex, den wir jetzt bauen werden, machen werde. Ich glaube, ich werde hier ungefähr... Ich muss hier gucken. Also hier soll es abgehen. Also ich glaube, ich mache ungefähr so den Weg dann später. Ich mache den jetzt nur einmal hin, dass ich hier eine Linie habe, an der ich mich orientieren kann, weil hier soll dann der Zaun weitergeführt werden bis zum Rand. Und das Ganze geht dann auch hier wieder weiter. Ich mache mal ganz kurz so, nur dass wir diesen Einrastpunkt haben, weil ich möchte hier vorne eigentlich bis zu der Stelle gehen hier, dass wir das ungefähr gleichmäßig haben. Das ist super. Und dann gehen wir bis hier oben. Ich mache auch mal hier den Strommast erstmal weg. Das kann eigentlich auch erstmal weg. Der Einrastpunkt da oben, passt der, dass das gerade ist? Sieht sogar fast gerade aus, ne? Nicht schlecht. Also das könnte, glaube ich, funktionieren. Das Stück machen wir auch weg, wenn wir es denn wegkriegen. Na komm schon. So. Und dann haben wir das und einmal das. Jetzt ist nur die Frage von oben, ob das gerade ist. Sieht relativ gerade aus. Sehr schön. Jetzt haben wir es sogar in dem gleichen Stil wie hier ungefähr. Das finde ich ganz gut, weil hier in diesen oder zwischen diesen Zäunen können wir dann schön die Strommasten später langlaufen lassen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Lösung. So, und jetzt müssen wir einmal hier gucken, dass wir das vernünftig hinkriegen. Da werde ich, glaube ich, von hier ungefähr dann den Zaun später ziehen. So ungefähr. Aber ich mache hier, glaube ich, mit einer schrägen. So. Hier muss es jetzt auch ungefähr gleich werden. Ich mache das nochmal weg. Und das nochmal weg. Ich glaube, das könnte helfen. Ja, der Einrastpunkt ist jetzt hier auch blöd. Den muss ich nochmal eben neu setzen. Den Zaun. So, und jetzt brauchen wir hier einen gleichmäßigen Winkel ungefähr. Mache ich mal ungefähr nach Augenmaß. Ich denke mal, das passt schon. Und dann haben wir hier dann auch nochmal einen Zaun. Da wird später auch noch auf jeden Fall so ein kleiner Durchgang hinkommen, weil hier soll dann die fortgeschrittene Sturmabwehrstation hin. Sollte eigentlich passen, ne? Ja, das passt super. Richten wir die doch mal eben aus. Versucht jetzt mittig da rein zu platzieren. Glaube ich auch ganz cool, wenn die dann genau in der Mitte ungefähr vom Park ist. Weil dann sieht es so aus, als wenn die wirklich den gesamten Park überwacht. Und versorgt mit Informationen. Weil da hängen ja so viele Satellitenschüsseln so dran. Ungefähr so platziere ich die mal. Und dann warten wir mal kurz, bis die fertig ist. Während die Station jetzt hier fast fertig ist, mache ich nochmal eben hier den Weg weg. Ich möchte jetzt nochmal versuchen, hier schon mal die Schräge hinzukriegen. Ich glaube, die Schräge wird nochmal relativ schwierig werden hier. Einfach wegen den ganzen blöden Einrastpunkten, die hier vorhanden sind. Vielleicht hätte ich auch erst den Weg bauen sollen. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen, aber vielleicht kriegen wir es auch so hin. Jetzt versuchen wir relativ gerade hier hinzugehen und jetzt hoffe ich mal, ja, wir können sogar gut löschen hier den Weg, das ist nice. Wenn wir jetzt den Zaun da wieder ziehen können, ist alles perfekt. Es ist nicht ganz gerade geworden hier, aber ich glaube, jetzt könnten wir das, oder sollten wir das relativ gut korrigieren können. Jo, perfekt. Also viel besser geht es gar nicht. Jetzt sind wir nämlich schön nah an dem Zaun dran, da wird dann noch auf jeden Fall noch ein Durchgang hinkommen. Und wir müssen natürlich hier auch noch den Weg zurückführen. Hier den Weg dann noch. Und dann können wir schon den Zaun hier wieder ziehen. Oh, das wird ganz schön knapp, ne?
gehen so nah ran, wie es geht. So. Auf der anderen Seite genauso. Und dann passt das eigentlich schon. Genau, super. Dann haben wir jetzt hier unsere Sturmabwehrstation. Die ist auch relativ mittig. So gefällt mir das schon ganz gut. Und wie gesagt, hier können wir dann das Stromdings später langlaufen lassen. Ich glaube, hier vorne mache ich nochmal eben an diese Stelle ein Stückchen Zaun hin. Ja, das gefällt mir ein bisschen besser. Das ist gut. Und hier stört mich auch noch eine Stelle. Dann ist es noch einmal genauso. Hier ist es auch nicht ganz perfekt. Also hier ist der Rand auch ein bisschen zu groß, aber ich glaube, das werde ich nicht hinkriegen. Also ich müsste entweder den Zaun korrigieren nach rechts oder den Weg noch ein bisschen breiter machen. Aber das werde ich, glaube ich, beides so nicht hinkriegen. Und genau, wie gesagt, hier vorne werde ich dann, denke ich mal, noch so einen zweiten Turm setzen. Was wir jetzt noch bei dem Turm beachten müssen. Also der Turm ist hier eigentlich direkt an diesem Stück hier. Das heißt, ich müsste eigentlich diesen Turm auch direkt hier an dieses Stück packen. Aber das wird dann nicht parallel aussehen, weil der Turm ja bei dem Gebäude auf der rechten Seite sozusagen ist. Links ist ja der Eingang sozusagen und dann auf der rechten Seite der Turm. Und ich möchte später, dass es von vorne so aussieht, als wenn die Türme wirklich im gleichen Abstand hier stehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wir müssen den Turm auf jeden Fall ein bisschen weiter links platzieren. Ich denke mal, so könnte schon ausreichen. Wir müssen halt mal eben warten, bis er fertig ist. So, der Turm ist fertig. Und jetzt kann ich euch mal eben zeigen, was ich meine. Man sieht es jetzt ganz gut. Also wenn man von hier vorne guckt, ist halt der Abstand, also wenn man hier guckt, ist sozusagen ein Zwischenpfosten und zwei Zwischenpfosten und dann kommt erst der Turm, sozusagen. Und hier ist es genau anders. Hier ist es nur ein Zwischenpfosten und so ein kleines Stück und dann kommt schon der Turm. Das heißt, ich muss diesen Turm, damit es wirklich gleichmäßig ist, noch ein Stück nach rechts setzen. Ja, das Gute ist, ich kann ja einfach jetzt hier sogar gucken, wenn ich den Turm platziere, dass er ungefähr bei dem zweiten Pfosten ist. Nämlich so. Dann sollte es auf jeden Fall passen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier in die Ecke werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr viel hinmachen können. Und hier hinten auch nicht. Also ich glaube, ich werde diesen kleinen, also es soll ja nicht so ein großer Bereich werden. Ich glaube, ich werde den hier vorne auf jeden Fall enden lassen. Wo wir das jetzt entfernen, brauche ich mal nochmal kurz einen Einrastpunkt. Nicht, dass der kaputt geht. Ich mache mal ganz kurz so. Die müssen wir auch wieder aus Strom machen. Hier vorne. Und jetzt möchte ich nämlich... Ah, wir müssen das hier nochmal eben entfernen, sonst kriegen wir gleich Probleme. So, jetzt können wir nämlich ohne Probleme eine gerade Linie hier zu dieser Ecke ziehen. Weil so soll der halt der Bereich hier werden auf der rechten Seite. Viel größer wird er nicht. Da können wir höchstens noch ein Umspannwerk oder sowas hinmachen, denke ich. Entweder hier links oder hier rechts. Das ist jetzt eine gute Frage. Also entweder hier in die Ecke, könnte man schon überlegen, ob man das so macht. Oder hier in diese Ecke noch. Ich glaube, hier in dieser Ecke mache ich das nicht. Ich glaube, ich mache das wirklich hier hin. Drehen wir das mal so ein bisschen. So, das ist ganz gut. Die Stromverbindung müssen wir gleich auch noch machen. Wir haben noch ganz viele Masten, die wir nicht verbunden haben. Da will ich natürlich auch versuchen, das möglichst gerade alles verlaufen zu lassen. Dass wir hier nicht so schräge Stromleitungen und sowas haben. Ich glaube, das würde dann nicht ganz so cool aussehen. Den Weg mache ich, glaube ich, von der Fläche her bis da vorne. Einrastpunkte. Ah, das geht aber. Den mache ich so einfach. Ja, hier ist ein bisschen schwierig, nah ranzugehen, weil hinter dem Zaun direkt der Weg weitergeht und dann trotzdem Einrastpunkte vorhanden sind, auch wenn da ein Zaun zwischen ist. Aber das ist gar nicht so schlimm. So, an der freien Stelle hier vorne. Das sieht ja schon ganz gut eigentlich aus. Ich glaube, hier an der freien Stelle werde ich nochmal ein Stückchen Zaun setzen. So, Leute, ist jetzt hier nicht ganz perfekt geworden, aber das hat jetzt wirklich länger gedauert wieder als gedacht. Das war wieder super anstrengend hier an der Stelle mit den Einrastpunkten. Aber ich lasse es jetzt einfach so. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also das ist halt bei dem Spiel teilweise so ätzend gemacht. Also ganz, ganz schlimm. Dann die Einrastpunkte, die sind auch komplett random. Und da gibt es auch... Also es gibt schon so ein bisschen Taktik, aber teilweise ist das wirklich so komisch hier gemacht bei JBE. Also so Zäune und Wegflächen zu bauen hier kann schon wirklich sehr anstrengend sein. Manchmal klappt es wunderbar, manchmal halt überhaupt nicht.
Oh, hier wird auch nochmal schwer die Stelle. Weil das von der Breite einfach nicht passt. Da muss ich eben erst, glaube ich, einmal hier das Ding setzen. Ah, hier passt es halt nicht von der Schräge und hier auch nicht. Also wieder eine ganz, ganz doofe Breite, die ich mir hier ausgesucht habe. Die wird wieder sehr, sehr schwierig. So, auch das habe ich für euch rausgeschnitten. Ich musste hier nochmal das ganze Teil entfernen, sonst hätte ich das nicht machen können. Aber es dauert hier schon wieder alles länger, als ich es mir erhoffe. Aber ich glaube, so ein High Security Park ist auch schon so mit am aufwendigsten. Also da hat man, glaube ich, ganz, ganz viel mit Zäunen zu tun, ganz, ganz viel mit Wegen, bis es alles perfekt ist. Aber jetzt haben wir es ja relativ gut hinbekommen. Sieht auch einigermaßen gerade alles aus. Ah, hier ist es nicht ganz perfekt gerade, aber obwohl. Na doch, ich glaube schon. Also können wir es, glaube ich, lassen. Ist ganz nice. Von vorne sieht es auch gut aus. Jetzt haben wir hier die zwei Türme. Aber ich muss sagen, hier diesen Berg und diesen Eingangsbereich, den werde ich auf jeden Fall sowieso noch so ein bisschen ändern. Aber ich glaube, den nächsten Bereich, den werden wir hier vorne bauen. Da mache ich, glaube ich, einfach hier den Zaun weiter. Noch so ein Stück. Sagen wir mal bis zum dritten. Ich will nämlich nicht zu viel Platz verschwenden. Und dann gehen wir hier um die Ecke. Auch bis zum dritten. Damit wir hier dann, bevor wir die Schräge ziehen, müssen wir einmal hier weiterbauen noch. Der Einrastpunkt weg. Damit wir hier sozusagen die Schräge machen. Und hier kommt dann der nächste Bereich hin. Der wird dann einfach hier vorne abgehen. Da haben wir natürlich jetzt auch keinen Einrastpunkt. Das liegt einfach an dieser Schrägen hier vorne. Wenn ich die einmal entferne, dann haben wir wieder einen. Können wir nämlich auch im rechten Winkel bauen. So, das ist dann schon mal so die Grundmarkierung hier für den nächsten Bereich. Da kann ich das Ganze dann natürlich wieder korrigieren. Oh, das darf natürlich gar kein Stromzaun sein. Ich mach mal ein. Stromzaun mache ich natürlich nur hier am äußeren Rand. Hier vorne ja zum Beispiel nicht. Genau, nur außen mache ich das hier vorne. Habe ich hier Strom gemacht. Ich glaube, ich muss das am Ende auch nochmal alles überkorrigieren, weil ich einfach dann teilweise wahrscheinlich Strom vergessen werde. Aber jetzt habe ich Strom gemacht. Okay, sehr gut. Damit haben wir hier vorne den Bereich auch soweit fertig. Und als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns mal ganz kurz um die Stromverbindung soweit. Hier vorne hatten wir das ja schon relativ gerade und mittig verbunden. Das ist schon mal sehr gut. Ja, hier wird es natürlich jetzt ein bisschen schräg, ne? Aber das geht gar nicht anders, weil ich will ja natürlich hier in die Mitte gehen, zwischen diesen Zäunen, wie es geplant war. Wenn es dann einmal da so ein bisschen Knick macht nach links, der ist ja auch nur minimal, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Müssen wir schauen, dass wir an den richtigen Stellen hier auch ein Verbindungsstück machen. Wir müssen hier runter gehen eigentlich. Das ist hier rechtwinklig. Sieht irgendwie nicht so aus. Ich glaube, ich mache das lieber frei Schnauze und vertraue mal nicht auf die Einrastpunkte, die mir hier vom Spiel gegeben werden. Wobei die es mir hier schon wieder schwer machen, die Einrastpunkte. So. Das passt schon. Okay. Na, ist natürlich nicht hier mega schief, was ich gebaut habe. Leider. Machen wir das mal von dieser Seite aus. Wieso sind denn hier so blöde Einrastpunkte? Hey. Dann mache ich es halt so. Komplett freie Schnauze. Es müsste echt eine Taste geben, dass man Einrastpunkte deaktivieren kann. Aber ich glaube, die gibt es nicht, ne? Nee. Das wäre aber sehr, sehr praktisch, weil diese Einrastpunkte teilweise einfach nur richtig, richtig nervig sind. Ich könnte hier eigentlich auch alle Masten noch ein Stückchen weiter runter verlegen. Dann wäre das nicht ganz so schief und ich glaube, dann wird es auch hier gerade sein. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt sieht das schon mal relativ gut aus und relativ gerade. Also hier in Gelb sieht man jetzt den Stromverlauf soweit. Den müssen wir dann natürlich noch an das Kraftwerk anschließen. Das mache ich, glaube ich. Also entweder machen wir das jetzt hier rüber, dann hier vorne hin, oder wir machen das hier rüber. Ich würde fast sagen, dass wir das eher hier rüber machen. Hier verlasse ich mich jetzt einfach mal auf die Einrastpunkte. Wird schon passen. Ah, sieht relativ gerade aus. Okay, das ist sehr gut. Hier vorne haben wir natürlich auch noch diese zwei. Die müssen wir auch noch verbinden. Aber ich glaube, das mache ich erst später. Weil ich glaube nicht, dass ich die so rum verbinde. Das wird, glaube ich, zu aufwendig. So werde ich es auch nicht machen. Ich will halt nicht, dass das Stromkabel über das Gehege ragt. Das muss nicht sein. Also ich denke mal, diese Stromkabel werde ich hier hinten über diesen Bereich verbinden. Vielleicht mache ich auf der Seite auch nochmal ein Kraftwerk hin, falls wir den Platz später dafür haben. Weil platzmäßig wird es natürlich sehr, sehr schwer. Ich glaube, das hier werde ich auch von dieser Seite aus verbinden. Den nächsten Bereich habe ich jetzt schon mal soweit geglättet und von Wald befreit. Hier machen wir auf jeden Fall
an der Stelle, glaube ich, einen Durchgang. Oder wir machen den hier hin. Ich glaube, hier macht sogar mehr Sinn, weil wir hier dann diese etwas breitere Fläche noch nutzen können. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Können auch überlegen, hier noch einen Doppelzaun zu machen. Also quasi hier noch einen Zaun hin, wenn das denn hier von den Einrastpunkten her passt. Das sieht aber gerade ganz gut aus. Ich glaube, so einen Doppelzaun mache ich hier wirklich hin. Aber natürlich nicht mit Strom. Den brauchen wir hier nicht. Okay, sehr, sehr schön. Das ist schon mal soweit in Ordnung. Und dann können wir hier den Durchgang machen. Hier an dieser Stelle irgendwo. Den mache ich, denke ich mal, auch. Ah, ist wieder zwei breit, ne? Dann machen wir mal noch breiter. Könnten den auch drei breit machen, aber ich glaube, das ist mir schon zu viel. Könnte natürlich auch mit diesen Wegen arbeiten, aber dann haben wir diese blöden Schilder da in der Mitte, die will ich eigentlich nicht haben. Wäre zwar einfacher mit den anderen Wegen, aber auf die Schilder will ich dann doch verzichten. Da nehme ich die Arbeit mehr gerne in Kauf. Ich meine, für euch kann ich die Sachen ja rausschneiden, wenn es mal länger dauern sollte. Okay. Sehr schön. Ja, hier können wir natürlich auch das Ganze später noch ausfüllen mit dem Weg. Ich glaube, das wäre sogar die beste Lösung. Und dann könnte man überlegen, ob wir. Wie groß war das denn hier nochmal? Das ist natürlich riesig, das Ding, ne? Das ist so ein großes Gebäude. Ich glaube, das will ich auch noch nicht an dieser Stelle machen. Ich glaube, das mache ich eher hier hinten in dem Bereich. Ich weiß auch gar nicht, welchen Dinosaurier ich hier in diesem Bereich machen möchte. Ich glaube, ich mache da erstmal den Spino hin, den Spinosaurus. Und dann den Spinoraptor hier irgendwo. Also hier versuchen, den Spino noch hinzukriegen. Das könnte eigentlich funktionieren, ne? Aber wir dürfen auch nicht ein zu kleines Gehege machen für den Spinosaurus. Ich glaube, ich mache erstmal hier noch ein Stückchen in diese Richtung. Auch so ein Doppelzaun. Ich weiß, durch diese Doppelzäune geht auch viel Platz verloren, den ich auch nutzen könnte. Aber ich finde das eigentlich immer ganz schöner. Dann sieht das nicht so, ja, weiß ich nicht, so dicht an dicht aus. Ein bisschen cooler. Vielleicht könnten wir halt echt schon in dieser Ecke einfach den Spinoraptor, nicht den Spinoraptor, den Spinosaurus machen. Wäre natürlich cool, wenn wir auch mal so ein Ding hier machen zur Beobachtung und nicht immer diese Türme. Wir da mal ein bisschen Variation drin. Können ja eigentlich hier einfach entlang führen. Da brauchen wir auch gar nicht so viel Platz lassen. Wir dürfen jetzt ja sowieso vom Platz her müssen wir echt sparsam sein jetzt. Jetzt kriegen wir hier richtig Probleme. Kann ich euch jetzt schon sagen. Gut ist, hier haben wir dann schon mal einen Doppelzaun. Den können wir dann auch nutzen. Das Gehege würde dann so länglich werden. So, da machen wir natürlich dann auch Strom hin. Definitiv. Okay. Ich glaube, das würde wirklich klein werden, wenn ich hier einen Doppelzaun hin mache, ne? In so Gebäuden ist natürlich immer schwierig mit Doppelzäunen. Bleibt leider nicht aus. So, das ist relativ mittig. Okay. Und dann würde ich hier auch zur Sicherheit, dass das sicherer aussieht. Ich will hier keinen Elektrozaun machen, aber dass ich hier nochmal Einrastpunkte mache. Und dann könnte ich hier das Ganze nochmal einmal verbinden. Ich glaube, das mache ich aber auch nicht mit Strom dann. Sieht dann aber einfach so ein bisschen sicherer aus. Ich könnte auch hier nochmal eine. Oh, niedrige Gesundheit schon wieder. Die scheinen ja echt Probleme zu haben, die Raptoren. Mit dem Trinken. Ja. Ich muss diesen Felsen da entfernen. Ich weiß nicht. Eigentlich ist die Fläche mega groß genug für die, aber teilweise können die trinken, teilweise nicht. Ich mache jetzt erstmal einfach einen anderen Felsen dahin, der ein bisschen kleiner ist. Ich hoffe, das löst unser Problemchen. Sollte aber eigentlich. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ich wollte hier den Zaun weiterziehen. Den mache ich hier natürlich so. Ach ja, ich wollte ein Zwischenstück setzen, logischerweise. Das kann ich auch so machen. So. Dann haben wir hier auch einen sicheren Doppelzaun. Boah, das Gehege wird wirklich. Naja, eigentlich für den Spinosaurus, der hat schon wirklich Luxus, wenn wir so ein Gehege bauen, weil wenn ihr mal guckt, was die anderen Dinos hier haben, die haben halt wirklich nur so einen kleinen Kasten.
Sind ja auch nur Forschungsobjekte, ne? Also man muss halt auch nichts übertreiben. Aber ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir hier so ein bisschen längliches Gehege machen. Und dann hier hinten können wir den Spinoraptor dann machen. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Ich werde jetzt hier auch gar nicht so groß bauen. Ich denke mal, ich mache wirklich nur noch so ein Stückchen. Viel mehr brauche ich da, glaube ich, nicht. Das sieht ja schon mal super aus. Haben wir hier den Einrastpunkt. Hier ist es noch nicht ganz perfekt. Hier will ich nochmal die Zwischenpfeiler korrigieren. Perfekt, jetzt haben wir einen in der Mitte. So soll es sein. Sieht halt schon krass aus, ne? Ich mache das, glaube ich, hier vorne, damit wir nicht ganz so krass viel Platz verlieren. Mache ich, glaube ich, wirklich mal wieder diesen schrägen Doppelzaun auf dieser Seite. So, dass wir. Dann setzen wir uns am besten hier mal eben eine Querstrebe, wenn wir die hinkriegen. Ja, seht ihr? Das klappt. Ist halt auch immer so ein kleiner Akt, aber dann kann man echt näher dran bauen. Das ist schon echt so ein kleiner Trick, dass man hier wirklich dicht an dicht bauen kann. Das Ganze müssen wir natürlich hier vorne dann eigentlich nochmal wiederholen, weil sonst haben wir später keine guten Einrastpunkte. So, ich hab ihn. Oh mein Gott, das ist aber auch teilweise echt ein Akt. Ist jetzt nicht ganz gerade und perfekt, aber das ist mir jetzt so egal. Sieht man sowieso nicht bei so einem kleinen Stück. Aber jetzt können wir wenigstens so schön nah dran bauen. Wollte es eigentlich nicht für euch rausschneiden. Ich wollte euch eigentlich auch quälen damit, damit ihr mal seht, wie das ist. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, das rauszuschneiden. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss das Ganze hier auch nochmal machen an dieser Stelle tatsächlich. Geht gar nicht anders. Und da oben muss ich es auch nochmal machen. Das schneide ich jetzt aber für euch raus. Toter Dinosaurier. Are you kidding me? Oh mein Gott. Ernsthaft? Die können jetzt immer noch nicht trinken. Wow, wer ist denn gestorben? Echo ist gestorben, verdurstet. Ey, nicht mal mit diesem kleinen Felsen können die da trinken. Oh nein, ey. Das heißt, wir brauchen gleich einen neuen Velociraptor. Den brüte ich gleich mal eben nebenbei aus. Ich will hier aber irgendwas drin haben eigentlich. Sonst voll langweilig. Ey, wenn ich den so seitlich mache, wird das ja wohl gehen, oder? Ich denke mal. Also dann werden die ja wohl trinken können. Du kannst ja keinem erzählen, dass die da nicht trinken können. Und das Gehege halt ein bisschen langweilig, wenn da nichts drin ist. Aber ich denke mal, ich lasse den Felsen so dann mal drin. Dann schauen wir mal. Delta ist auch eben verdurstet. Okay, wir brauchen zwei neue Velociraptoren. Hey Leute, jetzt müssen die ja wohl trinken können. Das kannst du mir echt nicht erzählen. Ich verstehe das nicht. Also, dass die uns so eine Probleme machen da mit dem Wasser. Ist ja mega, mega komisch. Ja, ich würde sagen, ich brüte mal ganz kurz hier zwei neue Raptoren aus und mache dann hier weiter. Also ich habe jetzt schon mal wirklich mega fleißig hier Einrastpunkte gesetzt, wie ihr seht. Es war wirklich anstrengend. Teilweise sind die Zäune hier auch ein bisschen gekrüppelt, aber das wird man später, glaube ich, nicht mehr sehen. Also dass das irgendwie auffällt oder so. Und ich habe halt jetzt überall schon in der Mitte noch Einrastpunkte und so gesetzt, dass wir gleich das Gehege richtig cool gestalten können. Ja, Leute, ist das nicht traurig? Da werden unsere ersten zwei Testobjekte, die gestorben sind, abtransportiert. Bei den Dinosaurierversuchen leider ums Leben gekommen. Aber kann man nichts machen. Aber ich konnte dadurch wenigstens einen eurer Tipps in den Kommentaren berücksichtigen. Nämlich habt ihr gesagt, ich soll die nicht so hoch modifizieren, weil die ja sonst bessere Werte kriegen. Und dadurch dann kriegt der Park eine höhere Bewertung und wir kriegen mehr Besucher in den Park. Und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Und ja, habe ich halt jetzt auch berücksichtigt. Ich habe die sozusagen gar nicht mehr modifiziert. Und ich hoffe, das hilft ein bisschen, dass wir nicht so viele Besucher in den Park kriegen. Okay, mit den Einrastpunkten hier sieht das schon mal ganz gut aus. Jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir wirklich hier ein Gehege mit einem Doppelzaun, wo der Doppelzaun echt nah dran ist. Hier vorne wird das nochmal ziemlich schwierig und problematisch. Aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes. Ich habe hier auch schon gut Einrastpunkte gesetzt, wie ihr seht. Da hinten ist natürlich auch nochmal eigentlich einer hin. Könnte das auch so schräg machen. Das mache ich, das sieht ganz cool aus. Hier vorne kommt dann kein Elektrozaun hin. Hier haben wir sozusagen einen Triple-Zaun. Zweimal Elektro und einmal normal, wo dann die Leute langlaufen. Na, das ist in Ordnung, das machen wir so. Dann mega high Security-mäßig. So, hier machen wir auch nochmal eben Elektrozaun. Elektrozaun. Ich weiß nicht, ob das too much ist mit dem Triple-Zaun, aber ich glaube nicht. Was schon. Ich mach mal hier kurz den Zaun nochmal weg. Dann haben wir es hier nämlich einfacher mit den Einrastpunkten.
So nah ran, wie es geht. So ungefähr. Perfekt. Und hier müssen wir eigentlich sogar noch ein Tor einbauen. Also ein Doppeltor. Weil von dieser Seite sollen wir dann sozusagen in das Gehege kommen. Reicht das aus für ein Spino? Naja, für ein Versuchsgehege auf jeden Fall, denke ich, ne? Ja, ich denke schon. Dann bauen wir hier mal das Tor ein. Das mache ich, glaube ich, relativ weit auf dieser Seite. Ungefähr. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Abstand wir hier brauchen. Denke mal, das könnte passen so. Ziehen wir uns hier mal eben eine Linie. Machen hier die Zwischenstücke weg. Und jetzt sollte das Tor hier ohne Probleme reingehen. Also das mit den Raptoren ist jetzt wirklich ärgerlich. So ist das halt, ne? Bei Dino-Versuchen kann dann natürlich auch mal was schief gehen. Ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm. Finde ich eher passend zum Park. So ein bisschen. Aber ich mache das jetzt, glaube ich, mit diesem Einrastpunkt da in der Mitte gar nicht. Ich glaube, ich lasse das einfach weg. Und das jetzt einfach so. Und so. Und dann brauche ich hier vorne nochmal eben einen Einrastpunkt. Und so. Perfekt. Schon haben wir hier auch ein Schleusentor drinne. Damit ist unser nächstes Gehege soweit fertig. Die Raptoren habe ich gerade schon mal betäubt, die ja leider verstorben sind vorhin. Die kommen jetzt wieder in ihr Gehege. Und jetzt mit dem neuen Stein Produkt sollten wird die eingesammelt. auch was trinken können. Ich habe es leider echt zu spät gemerkt, weil ich so aufs Bauen konzentriert war. Sammle Produkt Aber ein. ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir brüten jetzt mal eben einen Spinosaurus aus. Den brauchen wir ja für den Spinoraptor, der da hinkommen soll. Wo haben wir ihn denn? Genau, der soll da in diese Ecke kommen. Der besteht ja aus dem Spinosaurus und dem Velociraptor. Velociraptor haben wir schon. Und in das neue Gehege soll der Spinosaurus sozusagen kommen. Wo haben wir ihn denn? Der muss ja beim Spinoraptor sein. Da. Perfekt. Den lassen wir jetzt auch unmodifiziert, einfach damit nicht so viele Gäste in den Park kommen. Ich weiß, dann wird später das Battle Royale, was wir geplant haben, ein bisschen unfairer, aber das soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Hier vorne muss ich natürlich den Zaun auch nochmal reparieren. Dann fülle ich hier nochmal eben die Wegfläche so ein bisschen aus. Und dann können wir schon unseren Spino freilassen. So, ich habe hier den Weg jetzt einigermaßen fertig. Habe das hier so ein bisschen mit Grasrand gelassen, weil bei der Beobachtungsgalerie ist es leider so, dass man hier auf dieser Seite relativ nah daran kann. Und hier kann man leider nicht so nah dran. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ich habe es jetzt einfach so gelassen. Ist, denke ich mal, auch eine schöne Lösung. Und die Raptoren haben immer noch Probleme zu trinken. Ich habe jetzt den Stein komplett schon entfernt. Und wenn der jetzt verdurstet, dann weiß ich nicht, woran es liegt. Er schläft und niedrige Gesundheit. Ich schicke mal lieber einen Jeep dahin. Soll den nochmal heilen. Aber jetzt müssen die ja wohl trinken können. Ich meine, guckt euch mal dieses riesige Gewässer für so kleine Raptoren an. Also wenn die jetzt nicht trinken können, dann weiß ich auch nicht, was ich falsch mache. Aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir lassen jetzt den Spinosaurus frei. Oh Gott, ich habe gerade über etwas nicht nachgedacht. Wir müssen ihn gleich schnell betäuben. Der ist ja mit dem Stegoceratops in einem Gehege. Eieiei. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Dino-Kämpfe anhab. Wir beeilen uns einfach. Let's go. Ich denke mal, den werden wir aber auch wieder den Namen Testobjekt geben. Außer ihr habt einen coolen Namensvorschlag, dann gerne in die Kommentare. Ich hab da ja was. Aber eigentlich müssten wir, wenn wir den unserem Schema treu bleiben, das ganze Testobjekt nennen. Spino. Schnell betäuben. Sodass er hier nicht unseren. Oh, die sind schon aufeinander zugegangen. Hör ich das an? Ich hab dir nochmal hier so ein bisschen. Habe ich dich gerettet? Ah ne, wahrscheinlich hätte er. Wahrscheinlich eher den Spino platt gemacht. Mit den guten Werten, die er hat. Also habe ich eher den Spino gerettet, den mich ihn hier zum Schlafen gebracht hat. So, ich bringe ihn mal hier in das Gehege. Und während er hier rübergebracht wird, kümmere ich mich mal eben darum, dass er hier auch Einrichtung bekommt. Bisschen Wasser. Ja, was heißt bisschen Wasser, ne? Eigentlich möchte ich hier ein bisschen mehr Wasser drin haben. Das geht jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut, ne? Hätte ihn vielleicht noch nicht hier rüber platzieren sollen, aber ich hatte gerade so ein bisschen Panik. Ein bisschen Wasser ist gut, ne? Hier kriege ich gar kein Wasser mehr hin, wie es aussieht. Liegt das jetzt daran, dass ich ihn hier platziert habe oder liegt das an dem Tor und so? Ich glaube, es liegt eher an dem Tor. Dann können wir halt nicht so viel Wasser machen. Dann leider so. Auch wenn der Spino natürlich sehr gerne Wasser mag.
Wir machen aber hier vorne auf jeden Fall einen Fischfutterspender rein, wenn das passt. Oh, das passt nicht. Nein. Das ist ja doof, weil den will ich auf jeden Fall haben. Zur Not müssen wir hier gleich noch eine Ausbuchtung oder so in das Gehege machen. Oder halt hier nochmal so ein bisschen versuchen, das Wasser größer zu machen. Aber ohne Fischfutterspender bin ich wirklich unzufrieden, muss ich sagen. Passt der jetzt? Oh, jetzt passt der. Oh, perfekt. Das heißt, wir können jetzt so nah rübergehen, wie es geht. Möglichst so, dass es gut im Sichtfeld ist. Weil genau das wollen ja die Forscher auch beobachten, wenn sie Infos über den Spino zum Beispiel sammeln. Natürlich ist das Wasser jetzt hier so ein bisschen nach außerhalb auch noch. Finde ich jetzt nicht so geil, aber das können wir leider nicht ändern. Aber wir können eben dem Spino beim Jagen zusehen. Finde ich immer toll, ne? Also die Fischfutterspender-Animationen sind schon echt nice bei dem Spiel. Wie er so die Fische beobachtet, der bewegt auch richtig seine Pupillen und sowas. Und dann schnappt er gezielt zu und angelt sich sozusagen ein Fisch. Finde ich mega, mega nice. Aber ich würde sagen, Leute, für die heutige Folge soll es das gewesen sein. Wir können ja beim nächsten Mal das Ganze soweit weiter einrichten. Der Spino sollte jetzt ja erstmal überleben. Er hat Futter, er hat Trinken. Wenn er denn trinken wird, nicht so wie die Raptoren. Müssen wir mal schauen. Ja, aber ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.